Guten Morgen. Guten Morgen, Mr. President. Das ist das Team vom Öffentlichkeitsbüro der NASA. Schön, Sie zu sehen, Sir. Ich werde Ihnen erklären, wie es morgen abläuft, Sir. Zunächst einmal, Sie werden flankiert vom Flight Operations Manager David Narakawa sowie dem Chief Administrator der NASA, Dr. Peter Jobson. Daneben sitzen Dr. Samuel Thurman vom Meteoritenanalyse-Team des Johnson Space Centers und Dr. Joyce Grace Sutton, Planetargeologin von der Call State Northridge. Auf diesen Monitoren werden Sie die Bilder sehen, die von der Oberfläche gesendet werden. Und Sie können auf dem Computerbildschirm die Fragen lesen, die von den Kindern geschickt wurden. Ich bitte Sie inständig. Ja. Ich bitte Sie inständig. Ich weiß. Ich bitte Sie inständig, Mr. President, nur als Moderator zu fungieren und die Fragen an die Spezialisten weiterzugeben, anstatt sie selbst zu beantworten. Ja. Möchten Sie schon einige der Fragen sehen? Wir haben die Fragen bereits. Ein paar. Wären Sie so gut? Gerne. Ah. Katie, 6. Klasse an der Oaks Junior High School in Austin, Texas, fragt, wie alt ist der Mars? Eine tolle Frage, Katie. Der Planet Mars ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Ich wusste die Antwort. Niemand kann Schlaumeier leiden. Oh Gott, bewahre. Es wäre ja eine Schande, wenn der Präsident, während er vor 60.000 Schülern spricht, nicht dumm wäre. Keine Einwände, aber geben Sie nicht an. Ich gebe nicht an. Stevie, 4. Klasse an der PS30 in Manhattan, fragt, welche Temperatur herrscht auf dem Mars? Weiß ich nicht, Stevie, aber wenn einer der Experten hier wäre, würde er sagen, dass die Temperatur zwischen 17 Grad und minus 140 Grad schwankt. Das ist zufällig falsch. Sie schwankt zwischen 60 und minus 225 Grad. Ich habe es rasch in Celsius umgerechnet. Ich danke Ihnen. Kann ich die Einführung sehen? Sie ist auf dem Prompter. Ah, guten Morgen. Ich spreche zu Ihnen live aus dem Westflügel des Weißen Hauses. Heute haben wir die sehr einzigartige Gelegenheit, live an einem äußerst historischen Schauspiel. Oh, wow, das klingt ja... Hallo, Mr. President. Wer hat denn das verfasst? Ich, Sir. Ich bin Scott Tate vom Öffentlichkeitsbüro der NASA. Scott, einzigartig bedeutet einmalig. Etwas kann nicht sehr einzigartig sein. Es kann ebenso wenig äußerst historisch sein. Das Wort live taucht gleich zweimal in den ersten Sätzen auf. So als hätten wir die Technologie eben erst erfunden. Wir übertragen ja auch nicht mehr in Schwarz-Weiß, oder? Sam? Ja. Er nimmt ein paar Änderungen vor. Sprechen Sie die mit mir ab? Das bezweifle ich. Schreiben Sie bitte. Ja. Guten Morgen. Vor 11 Monaten startet ein ca. 0,5 Tonnen schweres Raumfahrzeug von Cape Canaveral. Und vor 18 Stunden, stimmt das? Wir sind um 12 Uhr Ostküstenzeit auf Sendung. Ja. Und vor 18 Stunden landete es auf dem Planeten Mars. Ihr, ich und 60.000 eurer Mitschüler im ganzen Land werden gemeinsam mit Astrowissenschaftlern und Ingenieuren vom Jet Propulsion Lab in Südkalifornien und der NASA in Houston und uns hier im Weißen Haus die Ersten sein, die sehen, was es sieht. Wir zeichnen die außergewöhnliche Reise des Raumschiffs auf, das Galileo 5 heißt. Das ist Leidenschaft. Musik.